Hallo Freunde, willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Wir sind auf dem Weg, El Boquita einen kleinen Besuch abzustatten, beziehungsweise ihn mal ganz lieb zu fragen, wo sein Geldtransporter ist. Womit ich nicht gerechnet hatte. Wow. Wir nähern uns dem Zielbereich. El Boquita rechnet mit Ärger, also lasst es uns still und leise angehen. Still und leise, während wir quasi auf seinem Hinterhofbruch landen. Na, das kriegen wir trotzdem noch hin. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Jan, was soll ich jetzt machen? Nur weil du Gegner in der Nähe riechst, soll ich jetzt, ich weiß nicht, anhalten, niederknien und anfangen zu beten oder was? Eigentlich deren Job. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Siehste, so einfach kann das gehen. 124 Meter bis El Boquita. Wir sollen ihn nur finden, ohne entdeckt zu werden. Okay, wir haben hier drüben ein tolles Fluchtfahrzeug. Sehen wir uns hier in der Situation. Wir haben Feindaktivität. Wir haben da oben ein tolleres Fluchtfahrzeug. Okay, so weit, so gut. Da oben haben wir eine Menge Leute. Ich glaube, hier sind wir einigermaßen sicher. Die Drohne ist oben. Whoop. No. Markieren Hauptmann. So viel dazu. Da haben wir noch einen. Nee, kein El Boquita. Wir sind schon ziemlich im Zentrum. Noch ein dritter. Das gefällt mir nicht. Aber die Drohne ist schon wieder verfügbar. Die Akkus, die wir haben, sind zwar nicht sehr leistungsfähig, dafür haben wir viele, wie es scheint. Ich sehe einen Hauptmann. Okay, da drüben sind auf jeden Fall ein paar Leute, mit denen wir mal reden sollten. Der Wagen hat einen Alarm. Bowman, wir haben El Boquita im Blick und folgen ihm zum Geld. Verstanden, wir haben sein Handy verwanzt. Wenn er anruft und über das Geld oder die Konvoiroute redet, können Sie ihm dabei zuhören. Finde ich super. Moment, ich fahre. Gut, fährt geradeaus weiter. Das passt mir. Solange sie ihr Geld kriegen, sind die Bosse happy. Denen ist egal, wie das Geld kommt. Aber die ganze Sache ist trotzdem verrückt. Das muss doch anders gehen. Es geht nicht anders. Dafür bleibt uns einfach keine Zeit mehr. Du bist der Einzige, der sowas durchziehen kann. Ich weiß, dass du mir bloß schmeißen willst. Aber es tut gut. Igual, te amo. Jetzt geh mir bitte, mi niña. Papi, kommst du nach Hause? Pronto, Chaparlita. Ich muss verreisen. Sei ein gutes Mädchen und hör auf deine Mutter. Grieche, Hundchen? Ich will ein kleines braunes, sehr süßes oder ganz hell. Nena, du kannst alles haben, wenn ich wieder zu Hause bin. Alles klar. Adios. Adios, mi hija. Naja, immerhin. Da vorne ist ein
Begleitfahrzeug oder irgendwas? Jede Menge Gegner? Wenn das mal nicht der Konvoi ist. Ach du Schande. Bowman, wir haben den Konvoi. Mindestens 3 schwere Fahrzeuge, ein Heli. Wir müssen verhindern, dass der Geldtransport Mexiko erreicht. Genauso wichtig ist, dass wir El Boquita ausschalten, um die Beziehung zwischen Suenio und Media zu zerstören. Verstanden. So, El Boquita ausschalten ist das erste. Geldtransporter ist das zweite. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Okay, das hilft uns, wenn wir mal auf die Karte gucken. Mexiko. Bolivien ist südöstlich von Mexiko. Das heißt, der Konvoi wird allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach hier abbiegen und hier hochfahren. Wenn wir der Straße ein Stück hier runter folgen, ihn erschießen und dann über den Salzsee ungefähr hierher fahren, können wir mit C4 einen tollen Hinterhalt legen für den Konvoi und die Hubschrauber mit dem Unterlauf Granatwerfer abschießen. Wenn der Konvoi nach unten weiterfährt, habe ich gelitten mit dem Plan. Oh, bitte Erdkunde, lass mich jetzt nicht im Stich. Ein kleines bisschen Geografie schadet doch nicht, oder? So, wo fahrt ihr hin? Biegen ab. Sehr gut. Der Teil des Plans läuft schon mal. Erwischt. Das Ziel ist tot. Wiederhole, El Boquita ist tot. Das ist schon mal was wert. Dann schnappen wir uns jetzt hier ein Auto. Sorry Jungs, ihr müsst teleportieren. Bis ihr einsteigt, ist der Konvoi in Mexiko. Wir drehen los. Die sind immer noch auf Route, das ist super. Hinterhalt bauen wir mal hier auf. Da habe ich ein bisschen Zeit und da sind auch nicht so viele Kartellleute in der Nähe. Ich hoffe einfach mal, dass das klappt, wie ich mir das vorstelle. Boing, boing. Das ist alles geplant. Soweit, so gut. Hab das C4 scharf. Ladung ist scharf, in Position. Das sind eine Menge. Die Ladung ist scharf. Ziele an dem Konvoi. Ladung ist scharf, in Position. 4 Stück muss reichen. Oh Junge, ich hoffe, das geht gut. Wie, ich hoffe, dass das gut geht. Aber der Konvoi ist fast da. Wir haben von einem Konvoi mit Trucks voller Geld für Kartellbosse in Mexiko erfahren. El Boquita soll den Konvoi leiten. Fangen Sie ihn ab und zerstören Sie ihn. Und töten Sie Boquita. Das Auto wurde zerstört. Der Scheiß. Zivilisten töten gehört nicht zum Einsatz. Sorry. Bowman, hier ist Nomad. Der Geldtruck ist erledigt und El Boquita hat nicht überlebt. Hervorragend. Die Beauty Queen ist gefickt. Bowman. Sehr unfreundlich. Wirklich. Media hatte versagt. Der Gesamtverlust betrug 17 Milliarden Dollar. Media wusste, sie war in Gefahr. Sie brauchte mehr Zeit. Sie brauchte einen Sündenbock. Sie musste ein Opfer bringen. Es tut mir leid, Baby. Für dich, Mireille. Doch das war nicht genug. Mirena, du hast versagt. Ich gab ihr einen Vorsprung, weil ich La Reina de Belleza liebte. Doch in Bolivien kommt man mit Liebe nicht weit.
Diese Organisation ist sowas von kaputt. Nomad, hab's gerade gehört. Dank uns ist das Schmuggelgeschäft der Beauty Queen so im Arsch, dass sie so gut wie tot ist. Svenio hat ein Team auf Nidia und ihre Tochter Valeria angesetzt. Wissen wir, wo die Beauty Queen steckt? Sie hat sich mit ihrer Tochter in ihrer Hacienda verschanzt. Und damit genau da, wo wir sie haben wollen. Holen Sie die beiden raus, dann gibt sie uns alles, was sie weiß. Sind unterwegs, Nomad Ende. Ja, ihre Hacienda. Ja, das wird super. Wir wissen zum Glück, wo das ist. Lass mal gucken. Ja, also Hacienda ist hier im Nachbargebiet. Das war klar. Oh, ziemlich weites Nachbargebiet. Wollte ich eigentlich noch die beiden Sachen abholen? Weil, naja, ist halt irgendwie sinnvoll. Das da hinten, wird noch dauern. Nee, passt auf, dann machen wir das anders. Dann gehen wir per Schnellreise hierher. Machen noch die Sache mit Nidia fertig. Und dann haben wir den kompletten Schmuggelflügel erledigt. Sie verschanzt sich, um sich vor El Sueño zu schützen. Die Frage, hat sie noch loyale Leute des Kartells, die sie bewachen? Oder macht das die Unidad? Oder was weiß ich, Kampfroboter vom Mars? Wie will sie sich schützen? Ich würde sagen, das finden wir raus. Gracias, amigos. Das Geld vom Kartell ist ein echtes Ab dafür. Katari soll schon brandneue Ausrüstung davon gekauft haben. Ja, das glaube ich auch. Wir haben Nidia Flores Netzwerk so viel Schaden zugefügt, dass El Sueño sie loswerden will. Schaffen Sie Flores und ihre Tochter raus, bevor die Sicarios sie kriegen. Okay. Wir machen uns auf die Socken. Natürlich querfällt ein, über die Straße ist es zu einfach. Vorbei an der chinesischen Mauer. Ich hoffe, dass wir da wirklich vorbeikommen. Ist mal im Ernst, war die schon die ganze Zeit hier? Okay, jetzt reicht's. Wenn der Bock mich unbedingt abwerfen will, das kann er haben. Der Alarm ist jetzt aus. Es gibt Feindaktivität. So weit, so gut. Die Frage ist jetzt, wie entdecken wir die meisten Gegner? Im Normalfall würde ich da oben drauf gehen und mal einen Blick riskieren. Ist aber wahrscheinlich ein bisschen ein Umweg. Andererseits ging das hier mit Serpentin. Ich denke, hier vorne sind wir dann schon fast so weit. Ja doch, ist gar nicht so schlecht. Ich sehe ein zweites Ziel. Lieber ein bisschen mehr, als dass man sich hinterher ärgert, alles dass der Alarm ausgelöst wurde. In der Nähe treiben sich gegnerische Position gehen. Ziel markiert. Da oben sehe ich nichts, außer ein Geier, der mogelt. Das Ziel ist weg. Okay, Ziel markiert. Nee, das ist mir zu heiß. Da weiß ich einfach nicht, wer die beiden vielleicht sehen kann und. Und das macht drei. Das ist ein bisschen zu offensiv. Da kann zu viel schief gehen. Hier hängt jetzt richtig was von ab. Wenn wir das hier richtig gut machen, haben wir den kompletten Schmuggelflügel erledigt. Das heißt, wir machen das anständig. Wir lassen uns ein bisschen Zeit dabei. Okay, aufatmen. Okay. Den hätte ich ganz gern noch hier draußen. Dann würde ich sagen, haben wir die äußersten Wachposten ausgeschalten. Sieht nicht so aus, als hätte er große Lust, hier rauszukommen. Nein, er läuft weiter. Okay. Soll mir recht sein? Wir haben hier hinten noch einen. Oh oh. Scheiße, Suenios Leute greifen schon die Hacienda an. Jetzt los. Wird's bunt. Ja,
Das heißt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Heli, im Lager wird's ruhig. Alles klar. Geht in Deckung. Runter, alle runter. Heli. Hier ist viel mehr Action, als mir lieb ist. Viel zu offen. Wir müssen noch eins nach oben. Oh, die Hölle. Darf ich mal... Boah, diese blöde Lampe. Dass der Charakter aber nicht einfach einen Schritt machen kann und drüber ist. Nee, dann ist es so platziert, dass man zwischen Hecke und Lampe hängen bleibt. Das ist richtig toll. Das macht Spaß und... Warum hat das so lange gedauert? Ist gut für das Spiel. Heli im Anflug. Mein Heli groß runter. Granate, Vorsicht! Granate, volle Deckung. Ja. Bin dabei. Du bist Heli, Zivilist. So, Helis waren erstmal das Wichtigste, würde ich sagen. Wir haben verdammt nochmal Verluste. Granate. Dann kratz die Leute auf und hör auf zu motzen. Wenn du Zeit hast zu motzen, dann hast du auch Zeit zu kämpfen. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Na toll, das hat gut geklappt durch die Scheibe. Und die Tochter im Blick. Wir brauchen beide lebend. Mama! Escóndete, Valeria! Komm keinen Schritt näher! Cuídenla! Valeria! Steig in den Helikopter! Mama! No! Du willst mich töten, Pendejo? Hier bin ich. Aber keins von euch Arschlöcher vergreift sich an meiner Tochter! Wir tun ihnen beiden nichts. Wir wollen Suenio. Wenn sie uns helfen, beschützen wir sie. Jodete! Als ob ich euch vertraue! Sie haben keine Wahl. Wie wollen sie allein in der Wildnis überleben? Sie kennen Suenio am besten. Er gibt erst Ruhe, wenn ihr Kopf vor ihm liegt. Wir sind ihre einzige Chance. Aber ich verrate El Sueño nicht. Werden wir sehen. Nehmen wir ihren Helikopter. Ja, der Helikopter. Wir sind nicht das A-Team. Schnapp dir deine Tochter und geh bitte in Deckung. Das könnte hier gleich ein bisschen hässlich werden. Gut, einer noch. Mist, aufgeflogen. Ja, wir werden gejagt. Und ja, wir können den Hubschrauber nicht benutzen. Ah, oh, das wird super. Der ist Geschichte. Oh Mann, wenn das jetzt ein Multiplayer wäre, dann könnte man sich hier verschanzen und... Also zwei Leute verschanzen sich, zwei Leute holen den Rettungshubschrauber. Landen hier alle ein und alle weg. So muss ich mir was überlegen. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Wir sollten die Waffen unten halten, damit wir keine Schreien haben. Ja, das mit dem Hubschrauber. Das wäre ein toller Fluchtplan gewesen. Ich hatte es mir gedacht in dem Moment, als die Granate den Hubschrauber zerfetzt hat. So, wie wäre es, wenn ihr zwei mitkommt? Ich muss dich wirklich packen und mitziehen? Du kommst nicht freiwillig? Na super. Es wäre auch viel zu einfach, wenn sie ein bisschen mithelfen würde. Ich meine, wir haben sie ja davon überzeugt, dass wir die einzige Chance sind. Wir schauen zu, dass wir auf der Seite des Anwesens bleiben. In der Hoffnung, dass wir mit einem Auto da unten abhauen können. Und möglichst ohne, dass die da hinten uns bemerken. Das ist der Plan, das ist der Traum. Wandeln wir ihn um in, das ist die Realität.
sag mir bitte, dass das Kind mitkommt. Verstauen wäre toll. Könnten wir? Danke. So, L-Mädchen. Öffne Feuer. Runter, alle runter. Heli. Okay, erstmal weg von dem Auto. Ich habe keine Lust, dass ihr Auto explodiert und die Mission deshalb scheitert. Dich? Dann machen wir, dass wir wegkommen. Los geht's. Oh oh. Ich ahne Schreckliches. El Jefe ist ein riesiger Hombre, wie ein Monster-Truck. Er soll ziemlich groß sein. Du magst El Jefe nicht. Ich mag ihn auch nicht. Mija, sei ruhig. Halt den Mund. Magst du ihn nicht, weil er dir und deiner Mama wehtun wollte? Nein. Ich mag ihn nicht, weil er keine Haare hat. Keine Haare zu haben ist aber nicht schlimm. Vielleicht kann er nichts dafür. Sprich nicht mit ja, dir. Er sieht freiwillig aus wie ein Deo-Roller. Super. Ah. Ihr Tippen macht mich doch bei der ersten Gelegenheit fertig. Das hängt wohl von. Alle bereit? Feuer! Okay. Sorry. War nicht meine Absicht, euch hier derartig zu überfallen. Naja, dann würde die Kleine mich, glaube ich, mögen. Egal. Oh, Junge. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Irgendwo hier suchen wir nicht nach Informationen. Irgendwo hier suchen wir nach... Ich lege an. Die sehen ein bisschen nervös aus. Nach einer Route, bei der wir nicht beschossen werden. Das wäre super. Andererseits ist das Spiel, glaube ich, darauf ausgelegt, dass wir per Hubschrauber flüchten. Und das jetzt ist viel unauffälliger. Scheißdreck. Alles gut. Ich hoffe, die Kleine war angeschnallt. Naja. Nähern uns Treffpunkt. Oh, Karenia, was auch passiert, denk daran, dass deine Mama dich liebt. Okay, Mama. Alles klar. Ladies, wenn ich bitten darf. Hier drüben alles sauber. Jetzt bin ich gespannt, was Baumel mit den beiden anstellt. Ich sage gar nichts. Gut, müssen Sie auch nicht. Aber hören Sie zu. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war einmal eine hübsche Prinzessin mit dem Namen Nidia. Eines Tages traf die Prinzessin einen sehr mächtigen König namens El Sueño. Sie liebte El Sueño. Er war wie ein Vater, den sie nie hatte, und alles, was sie je wollte, war ihn stolz zu machen. Nidia hatte solche Angst, Svenio zu enttäuschen, dass sie für ihn ihre große Liebe opferte. Na, na. Den Vater ihres Kindes. Upsi. Alles dafür, nur dass Svenio sie liebte. Aber das war nicht genug. Es war nie genug. Sie wissen gar nichts. Eins weiß ich. Ich weiß, wenn ich das unterzeichne, werden Sie an die Vereinigten Staaten ausgeliefert und Ihre Kleine sehen Sie nie wieder. Sie kommt in ein Waisenhaus und in 5 Jahren weiß sie nicht mal mehr, wer Sie sind. Sie und ich, wir wissen beide, wie das läuft, Nidia. Wir beide kennen sowas. Den ganzen abgefuckten Scheiß, der in Pflegefamilien abgeht. Soll Valeria auch durchleben, was Sie durchlebt haben? Wer soll leiden? Valeria oder Svenio? Bowman ist kein netter Mensch. Ich verlange Ex-Visum. Zeugenschutzprogramm für Sie und mich. Und ich verlange volle Immunität. Trato? Trato? Wenn Sie mir Svenio geben, gebe ich Ihnen ewiges Leben. Ja, ist vielleicht ein bisschen hochgepokert. Oh. Die beiden kamen eigentlich noch richtig gut davon, wenn man überlegt, was Bowman sonst noch so alles angestellt hat.
Video. Bin gespannt. Mein Handelsnetzwerk war zerstört worden. Kein Kokain kam mehr herein. Kein Geld ging mehr hinaus. Die verbliebenen Drogen lagen herum, verpackt in Folien. Und sie verloren an Wert, als sie vor sich hinrotteten. Meine Männer fragten sich, woher ihr nächster Lohn kommen sollte. Der Aufbau dieser Routen hatte Jahre gedauert und Milliarden Dollar Kraft und Energie verschlungen. Das alles war nun verloren. Einschließlich der Beauty Queen. Ich gab Nidia Flores alles. Und im Gegenzug lief sie weg wie ein Feigling. Vor dir? Anstatt wie eine Königin zu sterben. Jetzt würde sie ihr Leben lang den Amerikanern dienen. Sie hatte Valerias Vater umsonst getötet. Erstaunlich, oder? Man entfernt ein paar Puccionis und die Maschine geht zu Bruch. So einfach ist das. Je komplizierter eine Maschine ist, desto leichter ist sie kaputt zu machen. Läuft ja fast wie geschmiert. So, Baumann, ruf endlich an. Ich will weitermachen hier. Hopp, hopp. Hola, Camarada. Ich habe wichtige Informationen für dich, mein Freund. Was war los? El Sueño. Einer meiner Männer will ihn gesehen haben. Wir sind jetzt schon so lange in Bolivien und das ist das erste Mal, dass ein Außenstehender El Sueño gesehen hat. Wer ist der Mann? Du hast recht. Das ist suspekt. Die Information ist nicht sicher, aber bei unseren Fortschritten muss El Sueño wohl mal sein Gesicht zeigen. Es sind keine Buchones übrig, die noch was leiten. Das ist unsere Chance, Nomad. Wir können das Kartell aus Bolivien vertreiben. Schick uns die Location, wo wir uns treffen sollen. Wir werden da sein. Da haben wir es. Montuyoc. An einem präkolumbianischen Friedhof. Es ist nicht unbedingt der Ort, den ich mir für ein Finale ausgesucht hätte, aber er ist echt in der Nähe. Oh Junge, wenn ich mir dann noch angucke, was wir hier alles haben. Jede Menge Infos. Wir wissen noch nicht mal, wer hier unser Gegner ist. Das wäre unsere Chance, das Let's Play zu beenden. Sie können es nun mit El Sueño aufnehmen. Sie können entweder die Story weiterspielen oder das Kartell weiter destabilisieren, um ihren Charakter weiter zu verbessern. Das Gefühl, den Charakter muss ich nicht mal weiter verbessern. Was ich aber ganz gerne machen würde, ist die nächsten Geschichten hier zerlegen. Und ich hatte gesagt, Produktion ist als nächstes dran. Das Nervigste, die Sache mit dem Einfluss, hebe ich mir für den Schluss auf. Das bedeutet, wir haben hier nur 4 Unterbosse, also 4 Bouchons, dann kommt Zwischenboss und dann der Leiter. Die 2 großen Abteilungen haben wir schon. Das jetzt sind 2 kleine Abteilungen. Die sind nicht so wichtig. Die können so viel produzieren, wie sie wollen. Sie können es nicht mehr schmuggeln oder verkaufen. Sie können die Bevölkerung anlügen und Einfluss ausüben, so viel sie wollen, auf jeden. Aber sie kriegen kein Geld mehr rein und sie können ihre Leute nicht beschützen. Dem Kartell haben wir eigentlich schon das Rückgrat gebrochen. Jetzt machen wir es anständig und rasieren sie komplett. Als nächstes kommt, wie gesagt, die Produktion. Und da gucken wir mal von Norden nach Süden. Da wir Koani noch ein bisschen was zu erledigen haben, da sammeln wir 2, 3 blaue Geschichten ein. Und dann kümmern wir uns um die Produktion in Tabacal. Oder so? Okoro, Villaverde und Libertad. Auf Libertad freue ich mich schon. Da gibt es richtig gute Ausrüstung für Waffen und Zeug. Die Zone freue ich mich schon. Aber das wird dann so das Ding der nächsten Episoden. Da gucken wir uns die Produktion an von Norden nach Süden. Das heißt, wir sind wieder ein bisschen durcheinander, aber es geht schneller. Wir haben jetzt weniger Bosse zu erledigen und wir haben schon sehr viele Schnellreisegeschichten. Wenn wir nach Malakka oder Libertad wollen, ihr seht, wir haben schon Teile davon aufgedeckt. Wir können Schnellreisen machen und die Sachen wirklich schnell zu einem Abschluss bringen. Auch hier sind wir ruckzuck da und kriegen Informationen aus Lagern, Lieutenants und Zeug. Das geht viel schneller jetzt. Wir haben schon wirklich gut vorgearbeitet
Und die Sache mit der Produktion, auch hier haben wir schon sehr viel aufgedeckt. Da können wir in der nächsten Episode Schnellreise hier reinmachen, den Rest aufdecken, Telefongespräch führen und mal gucken, dass wir an ein paar Infos kommen. Wir haben hier sogar schon eine Zubehörkiste eingesammelt. Wow. Gut, ich werde jetzt offscreen in Koani die letzten blauen Geschichten einsammeln. Ich denke, das ist eine Waffe, ja hier die Scorpion Evo 3. Maschinenpistole und ansonsten Zieloptiken und Fähigkeitspunkte. In der nächsten Episode schauen wir dann mal, dass wir ein paar Fähigkeitspunkte verbrauchen wieder. Ihr seht, 32 mögliche Fähigkeiten können wir kaufen. Wir haben für den Abschluss gegen Nidia eine ganze Menge Treibstoff gekriegt. Da gucken wir in der nächsten Episode und starten dann hier oben, um die Produktion ein bisschen abzuschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.